In meinem letzten Video habe ich mich ein bisschen über die Lerntipps, gerade hier auf YouTube, so ein bisschen lustig gemacht. Aufgepasst! Das nennt man Memorization. Die Karteikarten sind jetzt auf meiner Speicherkarte memorized. Ja. Um nicht nur zu meckern und mi, was die anderen machen, ist ja so blöd und überhaupt nicht genau und so, sondern auch mal meine Sicht oder einen Ansatz, einen Lerntipp-Ansatz rauszugeben. Kommt hier ein Video, das die Matroschka-Technik beschreibt. Kurz noch zu dem Wort Lerntipp oder Lerntechnik. Ich würde das eher, wie gesagt, als Ansatz oder als Ratschlag verstehen. Denn eine Technik wäre für mich etwas, was für viele sehr, sehr ähnliche oder sogar gleiche Ergebnisse erzielt. Zum Beispiel die Dribbeltechnik oder eine mathematische Formel, ein Algorithmus. Und bei den Lerntipps würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen auf die eigene Lehr- und Lernerfahrung ankommt, auf das eigene Fach, auf das, was man überhaupt macht und 100 andere Variablen. Deswegen kann das nicht funktionieren, wenn jetzt jemand sagt, auch wenn ich sage, das muss so sein und ich zeige gleich irgendwelche Sachen in die Luft, das kann wahrscheinlich nicht das Einzige sein, wie man auf seinen eigenen Lernweg kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt die Matroschka-Technik, bei der es, um das in einem Satz zu sagen, wenn du jetzt hier jetzt los musst und so, eine große Vorlesung, ein großes Modul in verschiedene kleinere Elemente zerteilen, so dass wir immer wieder dran vorbeikommen und uns unsere eigenen Zusammenfassungen von groß in klein schreiben. Ja, dann könnte das Video auch jetzt fertig sein. Ich erkläre es jetzt trotzdem nochmal in lang. Wir fangen an mit einem großen Plakat. Ich benutze auch ganz gerne das Whiteboard, wenn ich ehrlich bin. Gerne so A3, mehrere nebeneinander. Alles aufschreiben, was wir für ein Modul brauchen. Und ich würde etwas nehmen, was inhaltsvollständig ist. Das funktioniert wahrscheinlich eher mit so Grundlagenmodulen, Einführung in die VWL. Mit Programmieren wird es wahrscheinlich weniger funktionieren, weil, je nachdem wie ihr geprüft werdet, da eher Kompetenzen rausfallen. Am Ende von VWL 1 oder Finance 1 werden die wenigsten in den Frankfurter Bankentürmen sofort arbeiten. Auch wenn das einige erwarten. Naja, off-topic. Das heißt, wir wollen inhaltsvollständige Erklärzettel, wenn man so will. Und wir schreiben eine perfekte Zusammenfassung. Das 100% Cheat-Sheet, beziehungsweise die Plakatwand, die ihr, wenn ihr sie mitnehmen dürftet, wo alles draufsteht. Das heißt, wir sagen auch, wir trennen erstmal auch nicht in unwichtig und nicht wichtig. Also, das hat den Vorteil, dass wir nichts vergessen und auch vermeintliche, ja, es kommt eh nicht dran. Ja, doch, dann kommt es doch dran. Das heißt, wir schreiben erstmal alles groß auf und versuchen dann, Dinge zusammenzufassen auf kleinere, schicke A4-Zettel. Auch hier könnte man jetzt noch was Größeres benutzen, mehrere A4-Zettel. Das will ich auch das will ich dir gar nicht vorschreiben. Vielleicht kannst du super zeichnen und du brauchst einfach den Platz. Also nicht nur mit Stichpunkten arbeiten. Ich blende jetzt auch hier einfach mal ein paar Beispiele ein, denn ich habe das tatsächlich selber schon bei einer Scrum-Schulung gemacht. Das sind zwar nur 16 Seiten, aber es werden so viele Winkel und Perspektiven gefragt, dass es eben doch relativ viel Content ist, den man da wissen muss. Aber es ist inhaltsvollständig und ich wusste, es gibt nur einen endlichen Frageraum, den ich können muss. Und das ist bei den 10 Prinzipien der VWL, wenn man das Menkyu-Buch zum Beispiel liest, genauso. Vielleicht muss man aber dann doch wissen, was der Unterschied zwischen Iteration und Rekursion. Vielleicht muss man auch X-Algos auswendig können oder erklären können. Wenn ihr natürlich jetzt Beweise habt oder alles so in die Richtung technische Informatik geht, da wäre ich vorsichtig, aber das musst du selber entscheiden. Dann gehen wir die nächste Stufe, die dritte Matroschka, also von irgendwie so auf kleiner, ist dann Karteikarten. Und das Schöne oder das Interessante finde ich, hier fangen halt viele erst an. Die schreiben sich dann einen Begriff drauf und überspringen sozusagen diese Stufen. Und das, finde ich, wäre für mich nicht die Matroschka-Technik. Karten sind super, aber ich wäre vorsichtig. Nicht einfach nur dann viele Sachen draufschreiben. Wir fangen ja an und wollen aggregieren. Und deine Aufgabe oder die Aufgabe von deinem Kopf ist es dann, immer mehr dazu zu wissen. Irgendwann treiben wir es komplett auf die Spitze und auf einzelnen Post-its steht dann nur noch 10 Prinzipien VWL oder Iteration versus Rekursion. Das war's letztlich. Und das Schöne ist, man hat eine
ja, mehrstufige, und da sind wir tatsächlich auch schon wieder bei der Iteration, einen mehrstufigen Durchgang durch ein Curriculum. Ich wäre vorsichtig, das kann nicht das einzige Werkzeug sein. Also wenn sozusagen jedes Modul ein Nagel ist und das ist dein einziger Hammer, ja, damit kann man ein Studium bestreiten. Und deswegen, es bringt mich so zurück zum Anfang, eine Lerntechnik ist vielleicht eine von vielen. Das ist ein Hammer, ein Baustein. Und das ist, glaube ich, eher so ein Eckkanten-Delta-Schleifer. Den braucht man mal, den braucht man vielleicht auch öfter für immer wieder, wenn man eine Tür schleifen. Du verstehst die Handwerkermetapher schon. Aber man wird ihn nicht einfach für jedes Lern- oder Lehrproblem brauchen. Und da will ich dich viel eher zu sensibilisieren, dass du deinen Methodenkoffer, und es ist egal, ob das jetzt präsentieren ist oder lernen oder sich auf Klausuren vorbereiten oder auch wissenschaftliches Schreiben, die Uni soll dir diesen Lern-Lehrkoffer, jedenfalls in meiner Welt, vermitteln. Und mit diesem doch sehr weisen Schlusssatz, wie ich finde, sage ich gute Out und bis zum nächsten Video. Ich gehe da raus.